Behind His Mask. Eine Stecksmann-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 37. Pond of You. Stegi. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mir verdammt kalt. Das eindringliche Tuten meines Weckers durch die Kopfhörer tat mir den Ohren weh. Jeder Körper schmerzte, wenn ich mich auch nur einen Zentimeter bewegte. Das Ganze wurde auch im Laufe des Tages nicht besser. Bei Geschichte konnte ich mich nicht konzentrieren und wurde zu extra Hausaufgaben verdonnert. In der Pause schaffte ich es nicht rechtzeitig, mich vor Menschenmassen zu verstecken und wurde, wie immer, mit Haskam mit Haaren und wütender Blicken bedacht. Ab und zu mal gegen irgendeine Wand geschleudert, hier und da bekam ich eine Faust gegen die Schulter. In Deutschland war meine Laune bereits komplett miserabel, wäre dann nicht auch noch der Test gewesen, den ich vergessen hatte und vor dem ich das Thema wirklich gar nicht konnte. Alles in allem war es bis jetzt ein sehr gelungener Tag gewesen. Nicht. In der zweiten Pause schaffte ich es dann zum Glück rechtzeitig auf die Toiletten zu fliehen. Seufzend ließ er mich auf einem der dreckigen Klodeckel sinken und schloss die Tür hinter mir ab. Ich zog die Beine an meinen Körper und steckte den Kopf dazwischen. Plötzlich spürte ich, wie mein Handy vibrierte. Ich zog es aus meiner Hosentasche und warf einen kurzen Blick darauf. Eine neue WhatsApp-Nachricht von A. Wer war A? Verwirrt entsperrte ich mein Handy und öffnete die Nachricht. Vielleicht meinen es einige Menschen anders, als du denkst, hatte A geschrieben. Ich zog die Augenbrauen zusammen. Ich glaube, du hast dich beim Eingeben der Nummer vertippt, schrieb ich. Sicher nicht. Ich wollte mit dir schreiben, antwortete A. Schon nach wenigen Sekunden. Wer bist du? Fragte ich. Verwirrend stieg er mir auf. Jemand, der dir helfen will. Aha. Ich bin der Ailomit. Kannst mich aber auch gerne Ailo oder so nennen, wie du willst, Stegi. Wo hast du meine Nummer und wo erkennst du mich? Ist das wirklich so wichtig? Ich rede über sowas ungern. Ich will dir aber nur helfen. Versprochen. Verwirrt klickte ich auf Ailos Profilbild. Sein Profilbild zeigte einen Jungen, der gegen eine Mauer gelehnt dastand. Aber von hinten fotografiert. Der Junge hatte einen schwarzen Hoodie an und ebenfalls schwarze Sneaker. Seine Haare waren unter einer Kapuze versteckt. Seine Beine von einer dunkelblauen Jeans umgeben. Sein Status lautete, die schlimmste Art, jemanden zu vermissen, ist, dir an seiner Seite zu stehen und zu wissen, dass er nie zu einem gehören wird. Kay. Ich seufzte kurz. Definitiv war das eine der schlimmsten Arten, aber die Art, einen Menschen zu vermissen und zu wissen, dass man ihn wiedersehen würde, war auch definitiv nicht leicht. Und wofür das Kabel stand? Kai? Carla? Katharina? Kim? Oder ein Spitzname wie König oder Königin? Oder Kleine oder Kleiner? Dieser Adomit war schon irgendwie seltsam. Alleine und dann Name. Aber was sollte ich sagen? Stege war ja schließlich auch kein alltäglicher Name. Dennoch, wieso wollte Ailo mir nicht sagen, woher er mich kannte und woher er meine Nummer hatte? Vielleicht war er ja ein Freund von Jay. In diesem Moment klingelte die Pausenglocke und ich ließ mein Handy schnell wieder in der Hosentasche verschwinden. Dann nahm ich meine Tasche und lief zum Klassenzimmer, in dem wir das letzte Mal am heutigen Tag Unterricht haben würden. Als die Lehrerin das Klassenzimmer betrat, wirkte sie sehr euphorisch. Also Leute, sie grinste fast schon gruselig fröhlich in die Runde. Heute machen wir mal ein kleines Experiment. Wir teilen euch in Gruppen auf und ihr müsst gemeinsam an einem Projekt bis zu den Weihnachtsferien arbeiten. Ihr werdet euch mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Moment wurde in der Klasse laut. Einige schienen die Idee tatsächlich gut zu finden, andere nicht wirklich. Ich fand sie eher mäßig, was aber vor allem an der Gruppenarbeit lag. An sich arbeitete ich gerne in Gruppen, jedoch nicht, wenn es niemanden gab, der mich leiden zu können schien. Dürfen wir uns die Gruppen aussuchen? Fragte in diesem Moment Luna und sah Frau Meier mit großen Augen an. Allerdings schüttelte sie den genervten Kopf. Natürlich nicht. Augenblicklich setzten genervte Rufe und Stimmen ein, aber als Frau Meier die Hand hob, wurde es still in der Klasse und alle sahen nach vorne. Es kam selten vor, dass es so still war. Aber jetzt hörten alle den Worten der Lehrerin zu. Ihr werdet Zettel ziehen, auf denen die Nummern von 1 bis 12 stehen. Immer die beiden, die die gleichen Nummern zu haben schienen, werden sich zusammentun.
Haben das alle verstanden? Das ist voll das Scheißprinzip, meinte Hendrik und verschränkte die Arme vor der Brust. Stellen Sie sich mal vor, ich müsse mit der Schwuchtel arbeiten. Er zog die Augenbrauen genervt zusammen und fixierte mich wütend. Ich schluckte schwer und sagte in meinem Stuhl weiter zusammen. Henrik, ich erbiete dir so, über Mitschüler zu sprechen. Die Lehrerin schien wütend zu sein. Und jetzt keine Widerrede mehr. Sie holte einen kleinen Topf mit einer Menge Zettel darin heraus und begann darin rumzugehen. Als sie bei mir ankam, spürte ich, wie meine Hand leicht zitterte. Schnell zog ich einen Zettel und entfaltete ihn. 7. Ich warf kurze Blicke durch die Klasse, welche aufgeregt huschelten und alle auf der Suche nach ihrem Partner waren. »Ruhe bitte!« rief Frau Meier und tatsächlich wurde es stiller. »Alle, die 1 haben, bitte melden!« Melina und Clara. »Die 2er!« Elias und Felix. Das Blut rauschte in meinen Ohren. Mein Herz schlug verräterisch schnell gegen die Brust. Alle außer Tim und Henrik. Ich presste meine Fingernägel in meine Haut so fest, dass sie weiße Abdrücke hinterließen. Nummer 6! Anton hob seinen Arm. Und dann hob Henrik seinen Arm. Erleichtert seufzte ich auf. Mit Tim konnte ich zwar noch in eine Gruppe kommen, aber zumindest nicht mit Henrik. Nummer 7! Ertönte die Stimme von Frau Meier und mein Herz begann schneller zu klopfen. Langsam streckte ich meinen Arm in die Luft. Mein Blick glitt durch den Klassenraum, doch soweit ich das beurteilen konnte, meldete sich niemand anderes. Was, wenn sich nur niemand meldete, um nicht mit mir arbeiten zu müssen? Nummer 7, wiederholte die Lehrerin und sah sich stirnrunzelnd in der Klasse um. Also sorry, hier, rief in diesem Moment jemand am anderen Ende des Klassenzimmers. Ich drehte mich um und atmete erleichtert auf. Von allen Leuten aus der Klasse war er wohl das, naja, es mag komisch klingen, aber... Die bist du wohl. Ich lächelte Tobi vorsichtig an. Dieser grinste kurz zurück und wandte sich dann wieder zu seinem Gespräch mit Ruffy. Seufzend lehnte ich mich im Stuhl zurück. Als alle ihre Arbeitspartner hatten, lächelte Frau Meier in die Runde. Gut, ihr werdet ab jetzt in einem Team arbeiten. Allerdings werden die Teams nicht aus 2, sondern 4 Leuten bestehen. Augenblicklich begannen die Schüler wieder zu tuscheln, während ich nur erschrocken nach vorne sah. Wolltet ihr mich verarschen? Bitte nicht Tim oder Henrik, murmelte ich in Gedanken, wiederholte die Worte immer wieder an einem durch. Während Henrik mit einem der anderen Schläger, Anton, zusammengetan wurde, war Tim mit einem eher unauffälligeren Mädchen in ein Team gesteckt worden. Hannah hieß sie, glaube ich. Ich wusste nicht viel über sie. Sie war vor knapp 2 Wochen an unsere Schule gewechselt. Hannah war eine von den wenigen Mädchen unserer Klasse, die sich nicht Tonnen Schminke ins Gesicht klatschten, eine von denen, die sich nicht an jeden Typen ranschmiss. Und eigentlich hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass sie ganz nett war. Trotzdem hatten wir nie mehr miteinander zu tun gehabt. Frau Meier hob die Hände in einer um Ruhe bittenden Geste und tatsächlich wirkt es. Es werden immer 2 zusammen am Unterthema arbeiten. Allerdings werdet ihr zu viert ein Thema bekommen und am Ende auch auf die Zusammenarbeit bewertet. Es arbeiten immer die Nummern zusammen, die ich jetzt vorlese. Sie holte tief Luft, sahen die gespannt aussehenden Gesichter. 1 und 3. Nicht Tim dabei, nicht Henrik. 5 und 10. Nicht Tim dabei, nicht Henrik. 4 und 9. Wieder keine der beiden. 6 und 2. Ich atmete fast schon erleichtert auf. Davor hatte es auch geklappt. Davor war es genauso gelaufen. Erst war Henrik ausgeschrieben und dann war meine Gruppe gut geworden. 8 und 12. Las Frau Meier die vordersten Gruppen vor, woraufhin ich mich panisch umsah. Weder Tim noch Hannah hatten sich gemeldet. Beide saßen stumm da. Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. 7 und 11. Tim und Hannah hoben ihre Hände, ebenso Tobi. Ich konnte sehen, wie Tobi Tim kurz angrinste, während er Hannah kurz zunickte. Hannah lächelte mich kurz an, wandte sich aber ziemlich schnell wieder ab. In diesem Moment drehte sich Tim um. Seine Augen fanden augenblicklich meine und ein Schauer überkam mich. Sie waren so wunderschön. Trotz dieser Kälte wirkte das Braun in Tims Augen warm. Trotz des Hasses wirkten sie lieb, beinahe, als könnte er keinem etwas zuleide tun. Aber das konnte er. Das Schicksal hasste mich doch.
irgendein dummes Projekt und plötzlich musste man mehrere Wochen mit der Person, vor der man am meisten Angst hat, an einem Projekt arbeiten. Na, danke auch. Eventually, soulmates meet, for they have the same hiding place. Kapitel 38. Ich konnte sie nicht leiden. Es war nicht so, dass sie mir etwas getan hätte, und doch war da immer dieses wütende Gefühl im Magen, wenn ich sie sah. Vielleicht lag es in ihren braunen Augen, die immer eine solche Wärme ausstrahlten, dass man sie eigentlich nur mögen konnte. Vielleicht lag es an ihrer Art. Vielleicht war es, weil sie anders war. Vielleicht, weil sie anders war als die meisten Mädchen auf diesem Internet. Weil sie sich nicht Tonschminke ins Gesicht klatschte, weil sie natürlich war. Das Problem war, dass Tim das alles genauso gut wusste wie ich. Denn wir beide wussten, dass Hannah etwas Besonderes war. Und vielleicht war es genau das, was wir tat. Denn immer wenn ich Hannah und Tim sah, wie sie gemeinsam am Projekt arbeiteten, dann war es wie ein Schlag im Gesicht. Irgendwie zerbrach es jedes Mal, wenn ich die beiden zusammen sah, in mir etwas aufs Neue. Es tat weh zu sehen, wie gut die zwei sich verstanden. Wie sie miteinander redeten, lachten, sie selbst sein konnten. Es tat weh zu sehen, dass Tim in ihrer Gegenwart wieder zu dem Jungen wurde, den ich so sehr mochte. Zu dem Jungen aus unserer Woche. Und vermutlich war das Gefühl, welches ich hatte, wenn ich die beiden zusammen sah, Eifersucht. Ich wollte es mir nicht eingestehen, aber es war vermutlich so. Eifersucht, weil Tim sich auch ihr gegenüber so öffnete. Eifersucht, weil er sie so glücklich ansah und wenn er dann den Kopf wandte, um mich anzusehen, so war er doch wieder bloß dieser Hass. Es fühlte sich so an, als hätte ich jemanden verloren, der mir wichtig war, obwohl er niemals meins gewesen war. Stegi? Riss mich in diesem Moment Tobis belustigte Stimme aus den Gedanken. Ich zuckte leicht zusammen und drehte mich zu ihm um. Hä? Der blond-braunhaarige grinste kurz. Du schaust ja die ganze Zeit zu Timbo und Hannah rüber. Er zuckte die Augenbrauen hoch. Hannah ist hübsch. Ja, nicht? Augenverdrehend wandte ich mich zu ihm. Zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, vermutlich. Mein Handy vibrierte. Ich holte es mit einem entschuldigenden Lächeln an Tobi aus der Hosentasche. Eine Nachricht von Ailo. Es ist nicht immer so, wie es scheint. Egal, wie es scheint. Hinterfrage alles. Verwirrt sah ich auf mein Handy. Ailos Nachrichten kamen immer zu den komischsten Augenblicken. Und auch beinhalteten sie immer die seltsamsten Sachen. Wie meinst du das? Fragte ich und zog die Augenbrauen zusammen. Seh dich um. Meine Worte passen sicherlich auf deine Situation. Ich sah auf. Und wiefern sollten seine Sätze denn passen? Tim und Hannah sahen beide auf ihre Handys, vermutlich um Textquellen zu finden. Die beiden saßen nah aneinander. So nah, dass man meinen könnte, sie würden sich gleich auffressen wollen. Tobi saß neben mir und hatte sich inzwischen wieder in einen Artikel vertieft, während ich über Ailos Nachricht nachdenkte. Und selbst wenn Ailos Nachricht passen würde, woher sollte Ailo überhaupt wissen, was meine jetzige Situation war? Oder schrieb er einfach irgendwas und hoffte, dass es passte? Vermutlich. Was aber, wenn er Hannah und Tim meinte, die sich fast schon wie ein Paar aufspielten? Vielleicht wollte er sagen, dass es bei den beiden nur wirkte, als wären sie zusammen. Echt, waren sie es aber nicht? Nein, woher sollte er sowas wissen? Alles okay? Fragte Tobi und sah mich zögernd an, woraufhin ich schnell nickte. Der blond-braunhaarige nickte und gab mir dann sein Handy, auf dem ein Artikel mit der Überschrift Antischwule Gewalt aufgerufen war. Wir hatten zu viert nämlich das Thema Homophobie bekommen. Das Komischste daran war, dass Tim es quasi ausgesucht hatte. Frau Meyer war an unseren Gruppenarbeitstisch gekommen und hatte uns drei Zettel mit den Aufschriften Religionskriege, Glücksspiele und Homophobie gegeben. Tim hatte sich die Themen kurz angeschaut und dann sofort gesagt, er wolle Homophobie behandeln. Tobi war es relativ egal gewesen, Hannah war ebenfalls für Homophobie gewesen und ich hatte dem einfach zugestimmt. Noch immer wunderte es mich, wieso Tim das Thema unbedingt wollte. Tobi und mir war das Unterthema Gewalt gegen Homosexuelle zugeteilt worden, während Hannah mit Tim Findung bearbeitete. Vermutlich hatte Tim das Thema nur gewählt, damit er sich mit netten Kommentaren gegenüber homosexuellen beiden Lehrern Toleranz-Pluspunkte sichern konnte. Aber Tim und Toleranz, das passte nun mal gar nicht. Andererseits, Tim hatte mich geküsst. Mich also, ein Jung.
Was also, wenn das doch etwas zu bedeuten hatte? War Tim, war er schwul? Oder zumindest bi? Verwirrt schüttelte ich den Kopf. Wie kam ich denn bitte auf sowas? Du bist heute irgendwie ziemlich neben der Spur. Toby grinste mich an, woraufhin ich kurz mit den Schultern zuckte und entschuldigend lächelte. Für Gefühle kann man nichts. Egal wie man sich fühlt, man kann dagegen nicht viel machen. Immer wenn ich Tim und Hannah zusammen sah, tat es weh. Andauernd musste ich an den Braunhaarigen denken, an den Jungen, den ich so sehr mochte. Es war ein komisches Gefühl, die beiden so glücklich miteinander lachen zu sehen. Ein Gefühl, das auf unerklärliche Weise wehtat. Man merkte mir an, dass ich mehr nachdachte als sonst, dass ich weniger bei irgendwelchen Sachen dabei war. Jay wusste das auch, immer wieder warf er mir besorgte Blicke zu. Auch wenn er dachte, ich würde sie nicht bemerken, so sah es dieser wohl. Der Schwarzhaarige fragte nicht nach und das tat er nie. Und trotzdem wusste ich, dass ich mit ihm hätte reden können, wenn ich das wollen würde. Vielleicht war das einer der Gründe, wegen denen ich Jay so machte. Er war einfach für mich da, hielt mich fest und fing mich auf. Jay spürte, dass etwas nicht stimmte, dass es mir nicht gut ging, doch er bohrte nicht nach. Er ließ mich selber entscheiden, ob ich darüber reden oder schreiben wollte. Er war nicht aufdringlich und das war gut so. Manchmal fragte ich mich, was das zwischen uns war. Ich glaubte nicht, dass Jay mir ein Freund sah. Bloß ein Freund. Er war immer so zärtlich, umarmte mich so fest und auf eine Art, wie ich es von keiner anderen Person kannte. Gingen wir ins Kino, waren wir in einem Partnersitz. Schauten wir Filme, umarmte er mich oder strich mir über die Hand, waren wir draußen, nahm er meine Hand. Und jetzt lagen wir auf einer riesigen Wiese, die von Bäumen umgeben war, hielten Händchen und beobachteten die Sterne. In diesem Moment richtete Jay sich auf. Er sah mich kurz unsicher an, ehe er sich unsicher wieder abwandte. Was war denn plötzlich los? Stegi? Ruckartig drehte Jay sich um und fixierte mich mit seinen Augen. Ich rappelte die Worte so schnell herunter, dass ich nichts verstand. Verwirrt hob ich eine Augenbraue, woraufhin er kurz lächelte, kurz Luft holte und dann deutlich langsamer seine Worte wiederholte. Ich glaube, ich liebe dich. Ich konnte Jane perplex anstarren. Ich wusste nicht, was ich in diesem Moment fühlte. Was sollte ich denn sagen? Klar, Jay war toll, Jay war ein wundervoller Freund, aber war er denn mehr? Ich wusste nicht mal, ob ich ihm im Entferntesten vertraute. Immerhin sprach ich noch nicht mal mit ihm. Kurz blinzelte ich, hob meinen Kopf dann, um den Schwarzhaarigen dann genau ins Gesicht zu sehen. Seine dunkelblauen Augen strahlten mich flehend an. Er wirkte nervös und merkwürdig aufgeregt. Vorsichtig griff ich nach Jays Hand und zum ersten Mal, seit ich ihn berührte, dachte ich darüber nach, was wäre, wenn wir tatsächlich ein Paar wären. Ein sanftes Kribbeln war an meinen Fingerspitzen zu spüren. Es war gering, so gering, dass man es mit Aufregung hätte vergleichen können. Aber das war keine Aufregung, dachte ich. Jay sah mich unsicherlich an, blickte zu unseren Händen, sah zu mir und wieder zurück. Vorsichtig verfestigte ich unseren Griff, spürte, wie er seine Finger zwischen meine schob und seine Hand, die meine umschloss. Jays Hand war kalt und trotzdem fühlte es sich gut an, sie zu halten. Ja, es fühlte sich gut an, denn Jay war toll. Jay machte mich glücklich. Jay war für mich da und er war wohl das Beste, was mir hätte passieren können. Ich lächelte den Schwarzhaarigen kurz an. Dieser lächelte zurück und man konnte die Erleichterung in seinem Blick sehen. Ein unfassbar breites Lächeln breitete sich auf meinen Lippen aus. Ein echtes Lächeln. Denn ich war glücklich. Wegen ihm. Wegen Jay. Und eben dieser hob in diesem Moment seine Hand und legte sie an mein Kinn. Er sah mich an und zog mich ein Stückchen zu sich. Ohne noch etwas zu sagen, beugte er sich vor und drückte seine rauen Lippen auf wie meinen. Und vielleicht mochte es sein, dass ich mir noch nicht ganz klar über meine Gefühle zu Jay war, aber in diesem Moment fühlte er sich so gut an, was wir taten. Denn es machte mich glücklich und ließ alles andere für einen kleinen Moment vergessen.
Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. So, ich befürchte, dass ich derzeit die Sachen irgendwie größtenteils nur so runterratter. Ich hatte das bisschen das Gefühl, aber falls es so ist, tut mir leid. Aber gut. Ich nehme das halt dafür gleichzeitig direkt hintereinander auf und könnte sein, dass ich jetzt schon über die Stunde stehe. Keine Ahnung. Jedenfalls. Lass noch eine Kritik da. Schabbe Kritzig ist vorbei, Schabbe Drachen mit dir vorbei, lass jetzt Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!